Ja, moin zusammen. Ja, der steht jetzt hinten im Garten. Ja, ich weiß, es ist windig. Das Wetter ist nicht so besonders. Ja, steht im Garten und wartet auf die Tatsache, dass ich die Antenne noch einbauen muss. Ja, ich habe eine Scheibenantenne gekauft, eine Verstärkerantenne. Ja, recht dezent. Funktionieren sehr gut, muss ich sagen. Bevor ich jetzt hier den Dachhimmel hinten komplett ausbaue, baue ich lieber vorne die Scheibenantenne ein. Letztendlich ist das gleiche in grün. Es gibt Radioempfang. Ja, das Radio kommt noch rein und der ist verkauft. Ja, er geht in die Nachbargemeinde an eine Großfamilie. Ja, Pendlerauto halt, ne, für die Arbeit und so weiter. Kinder zum Arzt, Kinder zur Schule, Kinder sonst wohin. Wo Kinder eben überall hin müssen. Er hat ein neues Zuhause. Nicht über eBay verkauft. Der Spinner hat sich nicht gemeldet. Dafür melden wir uns bei ihm. Per Anwalt. Ja. Er wird jetzt angemeldet. Also die melden den an. Wenn die einen Termin kriegen, so schnell. Der Geier weiß das. Sind übers Ohr gehauen worden mit ihrem Auto. Ja. Von einer Werkstatt gekauft. Ja. Der Vater des Werkstattbesitzers war der Vorbesitzer. Naja. Mit kaputtem Lenkgetriebe und neuem TÜV. Ja, das ist mal wieder eine Meisterleistung. Egal. Soll mich nicht kümmern. Nervt halt immer nur, wenn man sowas hört. Ja. Am Ende kriegen alle einen schlechten Ruf. Wegen ein paar Spinnern. Wobei ich mir auch kein Hyundai kaufen würde, ehrlich gesagt. Kann funktionieren, gar kein Zweifel, aber kann auch grandios in die Hose gehen. Wir hatten jetzt kein Hyundai, wir hatten den Kia Sorento. Dass die Türen dann nicht abgefallen sind vor lauter Rost, ist alles. Ja, das wäre es noch gewesen. Ja. Nee, der Kleine kriegt ein schönes neues Zuhause. Ich werde mich um die Wartung weiter kümmern. Die sind auf der anderen Seite. Da hinten irgendwo wohnen die. Ja. Also rüber auf die andere Seite und eine Gemeinde weiter. Perfekt. Ja. So kann man den Wagen im Auge behalten. Keine komische Werkstatt bastelt daran rum. Der Mann hat den Wagen Probe gefahren. Gefiel ihm. Schön ruhig das Auto. Ja, wenn man viele Kinder hat, ich denke, so eine kleine Ruheinsel hat auch was, denke ich. Gelegentlich. Ich habe auch schon mit einer Frau zusammengelebt, die hat, ich glaube, 5 Kinder gehabt. Da war ich auch mal froh, wenn ich im Auto gesessen habe. Ich mag Kinder, wirklich kein Thema. Ich habe 2, aber ja. Tja, der ist verkauft. Finde ich gut. Die Leute sind sympathisch. Und wie gesagt, wenn was dran ist, können die immer zu mir kommen. Das ist mir in der Nähe auch, ist mir lieber. Ist mir lieber. Ich mag das nicht. Und dann irgendwo aus der Ferne meckert einer und man kann es nicht nachvollziehen und so weiter. Und die Werkstatt erzählt irgendeinen Scheiß. Dann mache ich es lieber selbst. Okay. Geht aber noch woanders weiter. Ja, der Vorbesitzer hat die Kennzeichen endlich wieder gefunden. Der ist nämlich noch angemeldet. Der LKW hier. Ja, wir fahren gerade ein bisschen mit dem Ding. Mal gucken, was mit dem los ist. Also technisch traumhaft. Die Leute, die mal Instagram folgen, haben schon gesehen. Wir sind mit dem Auto schon reichlich gefahren. Sieht zwar etwas grotesk aus, aber fährt super. Also wir fahren gerade überwiegend mit dem hier, damit er mal wieder ein bisschen ins Leben zurückkommt. Der hat lange gestanden. Ja, der hier hat gerade echt Sendepause. Ist aber auch nicht schlimm, denke ich. Ja, hier bin ich auch schon ein Stück weiter. Jo. Türverkleidung ist wieder drin, wie man sieht. Ja, ich denke, so kann sich das wieder sehen lassen. Moment mal eben. Werden oder kaputt gehen Ja. oder irgendwas passiert damit und dann stehen die einfach nur mal zu Hause rum, Läuft anstatt wieder. es zu tragen. Ja, das ist ein bisschen lustig, finde Also nochmal Absolut. danke an Ralf. Ich habe tatsächlich auch so, Funktioniert ich habe super. mal ein Luftbett gekauft, weil ich dachte, irgendwann mal wird mal Besuch kommen, der dann das Luftbett wahrscheinlich nutzen wird.
es steht noch original verpackt rum. Ich habe das jetzt schon ein paar Jahre länger. Wie ist das bei euch? Was habt ihr denn zu Hause? Was ihr noch? Ja, das funktioniert auch wieder. Jemand hat gefragt. Wer hat noch mal gefragt? Ich muss gleich noch mal in den Kommentar gucken, wer genau gefragt hat, wie ich diese Zarge hier sauber kriege. Ich hab das nur mal eben gerne sauber. Das ist einfach so. Das sind Rostnester, wenn das verdreckt ist. Und zwar nehme ich eine Sprühflasche mit ganz normalem Felgenreiniger, sprühe das hier rein und dann an der Tankstelle wird das ausgestrahlt mit dem Hochdruckreiniger. Vorausgesetzt, diese Zuleitungen hier sind dicht. Stimmt, die muss ich noch draufziehen, den Schlauch. Ja, dann auch hier oben. Hier kommt man oben unter den Kotflügel so ein Stückchen weit. Hinter den Rathausschalen, der Lupo ist berühmt dafür. Also unsere Lupos, wenn wir die rausholen aus der Wiese, die haben alle Ameisenbauten im Kotflügel. Die Erde müssen die Ameisen noch gar nicht mitbringen, die ist da schon drin. Ja, das ist... Rathausschalen sind Fluch und Segen. Deswegen öfter mal ausdampfen. Und ja. Nee, ich mache das wie gesagt. Ich nehme Felgenreiniger, sprühe den hier rein. Notfalls ein bisschen mit einer Bürste bearbeiten, ein bisschen einwirken lassen und dann mache ich das sauber mit dem Hochdruckreiniger. Wir haben mittlerweile einen Kercher hier und zwar einen, der eigentlich für Steinböden gedacht ist. Der rotiert vorne. Also der Wasserstrahl rotiert. Das ist wahnsinnig effektiv. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein kleines Gerät so effektiv ist. Aber durch diese Rotation wird wirklich der Schmutz wie beim Tornado. Wird richtig weggefräst, also man hört es richtig, wie der weggefräst wird. An den Lack geht das gar nicht. Ja, und ja, also solche Geschichten hier wie diese Türzargen sind natürlich ja nicht großartig belastet. Das kann man mal eben aus, kann man auch zu Hause mal eben sauber machen. Ne? Also wie gesagt, ich habe es ganz gerne so sauber. Auch damit man sieht, ob da noch eine Fettung stattfindet von den Scharnieren hier, ist wichtig. In dem Fall kann man hier diese Fettnippel, ach diese Schutzkappen abnehmen, von hier unten praktisch Fett einfüllen und dann die Schutzkappe wieder draufsetzen. Oh Gott, wie oft habe ich das gemacht? Das hat Opel schon länger. Das ist Azubi-Arbeit, Türen abfetten. Ja, ansonsten, ja, es wird, ne? Batterie ist gerade leer. Ich habe gestern zu lange Radio gehört. Nein, der will nicht mehr. Ich muss erstmal die Batterie aufladen. Und ja, dann wird der innen auch noch sauber gemacht. Hinten das Heck werde ich jetzt noch komplettieren. So ein bisschen ist noch. Ja, die Schalen hinten, also zum Heck, müssen noch rein. Hinter der Stoßstange. Und dann... Die Stoßstange selber an den Seiten wird noch befestigt. Also wie gesagt, das mit dem Lackieren etc. mache ich nach dem TÜV. Erstmal, naja, wie gesagt, der ist noch nicht befestigt. Der sitzt zwar jetzt da drin, aber... Ja, und wie gesagt, man sieht es, das ist teilweise echt blank geschliffen. Hier kommen ein paar Roststippen durch, klar. Ich hatte den nicht versiegelt. Ich wollte einfach mal gucken, ob der wirklich verzinkt ist. Der ist verzinkt. Ne? Hier oben ist alles blank. Der stand draußen im Garten. Hier habe ich ein bisschen tiefer geschliffen, da sieht man sofort, aber da kommt ja wie gesagt Rostschutzgrund drüber. Und ja, der Astra ist verzinkt. Auch wenn Leute Gegenteiliges behaupten, das wäre eine Rosthöhle. Also der Golf 4 ist wesentlich rostiger, muss ich sagen. Obwohl, ich kann den Golf 4 eigentlich, naja, qualitativ ist das ein echter Müllhaufen. Das ist, ne, klemmende Türen, was habe ich nicht an den Türen rumgebastelt. Hinten die Seitenverkleidung ausgebaut bei geschlossener Türen und dann die Schlösser da drin rausgeflext, weil die Türen nicht mehr aufgingen. Also das kenne ich von Opel nicht. Passat, der Nasenbär oder sein Facelift. Tolles Auto, super Qualität. Passat 3BG, von vorne bis hinten irgendwelche Elektromacken und weiß der Teufel nicht, was noch alles. Ja. Ja, stimmt. Kofferraum muss noch komplettiert werden. Was haben wir hier noch? Einen Lappen. Ist schön, den brauche ich immer. Ja. Ja, und dann wie gesagt, innen wird er aufbereitet. Der ist halt, steht die ganze Zeit rum.
Aber ich denke, er geht so in die letzten Züge in Bezug auf den TÜV und dass er dann fertiggestellt ist. Den Schriftzug muss ich auch abmachen, das ist eine Lüge. 1616V ist er nicht. Der Wagen ist ein 8-Ventiler. Auch ein Fossil von Motor. Der Motor stammt im Ursprung schon aus dem, also der war schon im Corsa AGSI quasi drin. Also Multipoint 1.6er 8-Ventiler. Da hat er 100 PS, hier hat er 86, glaube ich, oder 84. Ist ein sehr drehmomentstarker Motor, mag ich. 8-Ventiler sind einfach schaltfauler zu fahren, das ist einfach so. 16-Ventiler, die wollen drehen und drehen und drehen und drehen und es kommt nichts und dreht und dreht. Und die 8-Ventiler sind da untenrum doch ein bisschen mehr mit Schmackes, muss ich sagen. Also für den Alltag ist mir so ein, also selbst der mit 75 PS lässt sich gut fahren, ne? Ganz unbestritten. Der mit 84 PS mit der Multipoint-Einspritzung verbraucht erstmal weniger, was ich gut finde, und lässt sich noch ein bisschen effektiver fahren, also sehr schaltfaul. Ist eigentlich ein toller Automatikmotor, muss ich sagen. Aber wie gesagt, mit Schaltgetriebe auch kein Thema. Ja, was noch? Heckwischer muss ich noch gucken. Geht. Ja, ich glaube neue Wischer hinten. Muss er haben, vorne gehen sie. Ist eigentlich gut vorne. Ja. Tja, ansonsten haben wir nicht mehr viel vor uns beim Wagen. Bremsen sind komplett rundherum neu, wisst ihr ja. Noch nicht mal eingebremst. Nur zweimal über den Hof gefahren. Ja, das ist einfach so. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ist blöd, wenn ich beim TÜV da stehe. Beleuchtung noch einmal komplett durcharbeiten. Das mache ich gleich. Ich überlege die ganze Zeit, welchen ich als nächstes nehme. Ich befürchte, es wird noch ein Astra. Ich habe heute einen Astra entdeckt. Der hatte offensichtlich irgendwie einen Diebstahlschaden. Oder weiß der Geier, warum da die halbe Front fehlt. Eine Front mit Nebelscheinwerfern habe ich noch hier. Beziehungsweise einen ganzen Astra mit Front- und Nebelscheinwerfern habe ich hier. Der Wagen hat 84.000 Kilometer runter. 1616V, 100 PS. Werde ich mir genau angucken, das Auto. Steht ein bisschen weiter weg. Und ist ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Normalerweise kaufe ich meine Autos, ne, zum Schrottwert. Der hier hat 150 gekostet. Ne? Und der Skoda hat 200 gekostet. Das sind für mich Restwerte. Ne? Das, was sie noch wert sind, in dem Zustand, wie ich sie kaufe. Und den Mehrwert baue ich dann ein, sozusagen. Ja, ist schon wieder Abend. Bin gerade dabei, für einen Bekannten den Kopf fertig zu machen. VW, 1 Liter, alter Lupo, Polo etc. Motor. Eigentlich unzerstörbar, aber er hat es geschafft, sich den Zylinderkopf krumm zu fahren. Naja, der Sohn fährt in der 1-Liter-Klasse Rallycross oder irgendwie sowas, oder Stockcar oder so ein Kram. Ja, und da war wohl ein bisschen wenig Wasser. Im Motor. Den hatte ich damals ausgebaut aus einem Schrottfahrzeug. Der hatte den Block kaputt. Und ja. Naja, lohnt sich eigentlich immer sowas aufzubewahren. Zylinderkopf, der gerade und heile ist, der geht jetzt, den zerlege ich jetzt. Ja, dann geht er zum Planen. Wir haben hier die Firma Motorenmeier um die Ecke. Keine Werbung. Wie üblich. Die fertigen notfalls auch Motoren an. Das können die. Und das ist eine sehr gute Firma. Einfach mal googeln. Ja, die darf ich erstmal einschmieren. Das ist blöd.
Ja, hat ein bisschen Wasser abbekommen. Habt ihr gesehen, dass die Hütte hier ein bisschen undicht ist? Naja, das muss runter. Die Lagerböcke sind komplett in Ordnung. Und ja, dann sollte der nach dem Plan wieder laufen. Ja. Okay, muss mal kurze Pause machen. Ja, die winkende Hand gerade aus dem Hintergrund. Deswegen musste ich mal kurz Stopp machen. War ein Einsatz. Ja. Eine Bergung. Fährt sogar noch. Sollte aber nicht mehr auf der Straße fahren. Ja. So, mal gucken, ob die Lampe flackert. Ich habe gerade eine neue Lampe gekauft. Geht. Ja. Wenn es darum geht, Fahrwerksteile zu tauschen, bin ich immer ziemlich pingelig. Ja. Der war eigentlich für den TÜV fertig. So gut wie. Ja. Und dann? Ja, und dann. Und dann hat die Interachse ein Eigenleben entwickelt. Hat sich mal einmal schön abgerollt. Ja. Läuft sogar noch. Ne? Fährt ganz normal. Naja, ganz normal fährt er nicht. Der hat sich gerade Hut weggelegt, der Kollege. Überschlagen. Ist hier in den Gräben nicht wirklich witzig, weil da teilweise echt Wasser drin steht. Man da kopfüber drin landet, macht das keinen Spaß. Ja. Ist alles raus, der kann so in den Schrott. Ja, die Alufelgen behalte ich vielleicht. Da ist ein Ersatzrad noch drauf. Dann geht er halt ohne Räder. In Müll. Ja, einmal kurz abgerollt. Ne? Nur wegen Fahrwerkbuchsen. Ne? Deswegen immer darauf achten, wenn das Auto sich irgendwie schwammig anfühlt. Einmal zur Spureinstellung gehen. Die sagen euch, was los ist. Ne? Das ist lebensgefährlich. Vor allen Dingen, wenn ihr noch Leute mit habt. Der Kollege war jetzt alleine. Ja. Das hätte auch richtig übel enden können. Ne? Ja. Interessanterweise sind die Airbags nicht mal angegangen, losgegangen. Ja, aber auch kein Aufprall auf der Front. Ne? Also auch kein großer Aufprall auf der Seite. Ja, das ist halt so. Die Airbags mussten also nicht aufgehen. So, insofern können wir sagen, das Airbag-System funktionierte bei dem Auto. Ja. Ich denke, ich werde mal für heute zum Ende kommen. Das ganze Ding ist jetzt doch ein bisschen ausgeartet, wie man so schön sagt. Es ist mitten in der Nacht. Ja, ich lade das Video gleich noch hoch und wünsche euch, ja, das, was ich im Grunde genommen immer wünsche, ne? Eine schöne Restwoche. Lasst euch nicht ärgern.